Hey Leute, es ist der 26. April und das bedeutet Zukunftstag. Und ich bin jetzt auch schon fast 2 Stunden unterwegs auf dem Weg nach Bremen, denn ich mache meinen Zukunftstag in der Hochschule Bremen. Und gleich sind wir auch schon da in circa 10 Minuten. Und ich bin schon voll aufgeregt und bin gespannt, was mich dort erwarten wird. Ich weiß nicht, ob ich euch mitnehme oder was ihr seht, aber ich melde mich dann auf jeden Fall später wieder. Bis dann, ciao! So, ich mache das Voice-Over jetzt um einiges später, deshalb weiß ich nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Auf jeden Fall, nachdem wir in der Hochschule in Bremen angekommen sind, haben wir erstmal so eine kleine Einführung bekommen, wo wir uns dann alle in so einem Raum versammelt haben und sie uns einiges erzählt haben, die einzelnen Jobs vorgestellt. Und dann haben wir auch schon in diesen Labor-Experimentierraum sind wir gegangen und dort durften wir uns dann die Geräte angucken. Einige haben wir auch ausgetestet. Und die sind alle sehr teuer, das habe ich mitgenommen. Ja, und dann haben wir so eine Druckbegrenzung. Ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall haben wir den Widerstand von Metallen gemessen mit diesem Gerät. Danach sind wir dann in die Hochschulmensa essen gegangen und durften uns ein Mittagessen aussuchen. Wir durften zwischen Menü 1, dem Kindermenü, und Menü 2, diesen Salat und Hähnchengeschnitzeltes und Suppe, was ihr da seht, auswählen. Und da wurde ich gefragt, warum ich mein Essen fotografiere, aber nein, ich habe für euch gebloggt. Und als wir mit dem Essen fertig waren, durften wir auch noch ins Planetarium und das fand ich wirklich mega geil. Richtig spannend auf jeden Fall, hätte ich so glaube ich niemals gemacht. Und da habe ich auch versucht zu filmen, aber da hat man nicht wirklich viel gesehen. Danach durften wir dann auch nochmal hinter das Planetarium schauen, also wie das dahinter aussieht, da habe ich auch ein bisschen mitgefilmt und... Ja. Ich weiß leider nicht mehr, was wir uns dazu erzählt haben. So Leute, ich bin jetzt auch schon wieder lange raus. Also wir waren nach dem Essen, das habe ich euch ja mitgenommen. Das werde ich wahrscheinlich mit Voice-Over machen. Und danach waren wir halt noch im Planetarium. Dort habe ich auch gefilmt, allerdings sah man da nicht allzu viel. Ich weiß nicht, ob ich das reinschneide. Aber wir sind jetzt im, ich weiß nicht, ob man sehen kann, im Weserpark. Und weiß nicht, wir werden wahrscheinlich noch ein Eis essen. Und Leute, ich sehe zum allerersten Mal den Laden oder das Restaurant Peter Pan. Alle YouTuber und Vlogger, sage ich mal, gehen ja so zu Peter Pan und zu Hans im Glück essen. Ich war da irgendwie noch nie, aber okay. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Okay Leute, ich habe jetzt mein Eis fertig. Ready, steady, go. Hi Leute, sorry für dieses kleine Durcheinander-Wirrwarr in diesem Video. Das waren jetzt gerade die Aufnahmen von dem Zukunftstag in der Hochschule Bremen und wo wir noch im Weserpark waren. Das habe ich so gut es geht für euch zusammengeschnitten. Und da dieses Video sonst zu kurz gewesen wäre, habe ich die Videoszenen von einem anderen Video, was genauso kurz geworden wären, werde, whatever, what the fuck, nochmal dazu geschnitten. Und so sind es die Aufnahmen vom Zeltlager. Ich war nämlich Ende Juli, Anfang August auf dem Zeltlager mit meiner Feuerwehr. Und da habe ich für euch auch mitgevloggt. Das sollte eigentlich ein eigenständiger Vlog werden, weil ich wirklich regelmäßig mitgefilmt habe und auch vieles.
Allerdings sind mir dummerweise die Aufnahme abhanden gekommen, da ich meine Kamera für England vorbereiten musste, weil ich sonst keinen Speicherplatz hätte. Deshalb habe ich dann alle Aufnahmen, so schnell es geht, irgendwie runtergezogen. Und dann sind halt nur noch die paar übergeblieben. Aber ich hoffe halt auf jeden Fall, dass es okay ist. Und ich wollte die Aufnahme jetzt auch nicht wegschmeißen. Deshalb schneide ich die jetzt einfach hinter diesen Vlog ran. Und ich hoffe natürlich, dieses Video gefällt euch. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder auch ein Abo. Und dann kommen auch wieder in nächster Zeit die richtigen Videos, die dann auch in voller Länge sind. Hey, gestern, nachdem wir bei dem Blauen See waren, waren wir dann zu Hause und haben wir Abendbrot bekommen. Und dann hatten wir auch schon Abendprogramm. Das waren einmal diese American Football Spieler von The Rangers. Und danach hatten wir Flutlichtmilky, also von 10 bis 12 Uhr. Und heute ist Mittwoch. Heute hatten wir Frühstück, ganz früh wieder als erstes. Und dann ist ein Teil unserer Gruppe zum Klettern gegangen. Ich bin hier geblieben, weil ich zum Arzt musste wegen meinem Fuß. Und den soll ich jetzt erstmal schonen. Ja, wir haben gerade ein Video gemacht. Lol. Und eigentlich wäre heute Schwammvölker bei, aber das ist ausgefallen. Und ja, zum Mittag gab es im Übrigen Hotdog, das habe ich vergessen zu filmen. Hotdog und so Potato Wedges. Okay, mir ist jetzt gerade nochmal aufgefallen, dass die Folgen bzw. die Szenen vom Zeltlager etwas durcheinander und etwas verwirrend sein können, wenn man das Ganze nicht gesehen hat. Und zwar waren wir an dem Dienstag, war das glaube ich, beim Blauen See in Garbsen. Dort waren wir dann, konnten wir uns aussuchen, ob wir Wasserski fahren oder Stand-Up-Paddling, war das glaube ich, ja. Und das Blöde war, dass ich mir Anfang dieses Zeltlagers einen blöden Mückenstich an meinen Fuß haben holen lassen, whatever. Und da ich sehr allergisch gegen Mückenstiche bin, hat er sich natürlich entzündet, super dick angeschwollen. Ich konnte nicht mehr laufen. Legende, geil, geiler geht nicht. Deshalb konnte ich leider weder Wasserski fahren noch Stand-Up-Paddling machen. Tja, aber es war natürlich nicht so schlimm, weil ich das Ganze schon in England gemacht habe, Stand-Up-Paddling. Und Wasserski sind wir auch schon letztes Zeltlager gefahren, deshalb war es jetzt nicht ganz so schlimm. Trotzdem war es echt blöd in diesem Moment, den anderen zuzugucken. Ich konnte wirklich so gar nicht laufen, gar nicht auftreten. Und ja, ich hoffe, das hat die ganzen Szenen jetzt irgendwie etwas verständlicher gemacht, beziehungsweise macht es sie. Und ich hoffe, ihr könnt das Ganze danach vollziehen. Und was ich mit dem Video gedreht meine, da haben wir eine Roomtour durch unser Zelt gedreht, alle zusammen. Also leider ist mir die abhanden gekommen, die habe ich gelöscht. Das ist so schade einfach, weil das so viele Erinnerungen waren. Aber nun gut, ich hoffe, ihr könnt es euch jetzt vorstellen.